Hi, ich bin Raphael, 34, lebe in Berlin und bin Regisseur und Papa. Ich habe früher Schauspiel und später Regie studiert, war dann beim Militär, habe dann ja mit der Kamera an nicht so schönen Gebieten gearbeitet, habe dann wiederum Werbespots für Firmen gemacht, vor allen Dingen im Autosegment, und mache mittlerweile wieder Dokumentation, einfach weil ich Bock drauf habe. Durch meinen Job bin ich viel auf der Welt rumgekommen. Ich bin es also auch gewohnt, ewig abgeschnitten von der Zivilisation zu arbeiten. Am liebsten natürlich immer im Team. Denn Teamfähigkeit ist bei dem, was ich so tue, eigentlich eine Art Lebensversicherung. Also, tschüss. Zwei Wochen Kanada, Alaska, ist auf jeden Fall nicht ohne, aber machbar. Ich bin kein Survival-Experte, aber meine Skills reichen auf jeden Fall, um mich entspannt am Leben zu erhalten. Von daher, was zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Die Liste ist lang, also Mont Blanc besteigen, 100 Meter tief freitauchen, Helo-Jump. Aber das bedeutet alles viel Vorbereitung. Deswegen habe ich ein paar meiner besten Freunde zusammengetrommelt, die mit mir schon ein paar Abenteuer erlebt haben. Habe gesagt, ey, ihr kennt mich, ihr kennt meine Stärken, ihr kennt meine Schwächen. Denkt euch was aus und ich mach's. Ja, heute gab es den Anruf, heute Morgen, und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen versucht rauszufinden, was es sein könnte. Ich nehme euch einfach mit. Das ist wohl das, was ihr ausgesucht habt, ja? Mhm. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen, was kann ich kurz für dich tun? Ich habe heute hier scheinbar einen Termin, wurde mir gesagt. Dann verrat mir doch mal bitte kurz deinen Namen. Raphael. Raphael, warte kurz. Du bist bei Anne. Die hat auch schon ein bisschen was vorbereitet. Anne, kommst du mal bitte kurz? Raphael ist da. Wir haben ein Date heute zusammen. Deine Freunde haben mir ein bisschen was geschickt. Und das habe ich vorbereitet. Ich habe auch noch was Eigenes vorbereitet. Schau mal. Euer Ernst? Das ist doch Quatsch. Was haben deine Freunde uns zugeschickt? Wir können nur mit dem arbeiten, was wir kriegen, mein Lieber. Sag mir, dass es Blödsinn ist. Das ist absolute Realität. Pins, Banane, Alter. Seffenbürst ist geil. Challenge ist Challenge. Meinige und ein Herz, Alter. Bruder, also. Nee, mach mal diese Kamera aus, Digga. Ohne Alter. Wir reden hier über eine Tätowierung, okay? Habe ich mich drauf eingelassen? Aber guck dir die Bilder an, Mann. Also, nichts geht. Also, ich will jetzt das Falsche sagen, aber ich kann mir sowas nicht tätowieren. Stell dir vor, ich renne mit Banane rum. Hast du gesagt? Machst alles, was wir uns ausdenken. Ja, ey, wirklich, das kann ich nicht machen. Ich versuche das jetzt meiner Freundin irgendwie zu erklären, aber... Sorry, geh noch mal kurz, ich muss kurz... Gerne, also, lass es dir nochmal durch den Kopf gehen, das rennt ja nicht mehr. Also, so, Kinder. Und? Ja, ich hab gesagt, ich mach's, also muss ich's ja machen. Also ich habe jetzt auch überlegt, also wenn, ich sag mal, die Banane ist halt das Witzigste, aber ich glaube, fürs erste Tattoo reicht wahrscheinlich so ein Schriftzug. Also ich glaube, das wäre eher das dann. Ja? Ja? Ja. Der Punkt ist aber, du hast das gar nicht zu entscheiden, das machen wir. Alter. Und du kriegst eine Augenbinde. Digga, hör auf, Alter. Ja. Das ist doch Ja, gesagt ist gesagt. Ey, wenn du ohne entscheidest, dass es die ist, Alter. Man weiß. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo du wohnst, Alter. Ihr macht mich fertig. Ja, okay. Ich würde sagen, let's go, oder? Ja, ist halt so. Machen wir. Okay. Ja, geil. Dann kriegst du was zum Ausfüllen. Die Anne bereitet sich oben so lange vor. Genau, und dann ich geh nach geht's oben. Los. Der Jacke darfst du dort auch oben. So. Wo klatscht ihr mir das jetzt eigentlich genau hin? Na, gesagt war Unterarm. Also sichtbar auch noch, okay. Ja. Von der Skala von 1 bis 10, 10 ist das Schlimmste, wie doll wird's wehtun? 12. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Na, freust du dich schon? Mhm, ganz doll. Haben wir noch das Schöne für dich vorbereitet? Taucherbrille, Alter. Ich freue mich, wenn ihr euch freut.
So, ich fange dann an. Okay. Und dann darfst du die Taucherbrille abnehmen. Oh, Licht. So. Möchtest du es sehen? Ja. Alter. Was hat die denn gemacht? Das ist ja geil. Hä? Voll gut. Wir hatten da eine kleine interne Absprache. Alter, du wusstest die ganze Zeit, du wusstest es ja auch. Ja, natürlich wusste ich es. Alter, wie geil ist das denn? Alter, Digi. Krass, Alter. Krass. Geil. Gerade ein bisschen schwach. Meinst du, geht fürs erste Tattoo? Total. Also, besser kann man es nicht machen. Meine Freunde haben mich ganz schön kalt erwischt. Mein Mindset konnten sie trotzdem nicht brechen. Und ich glaube, wer bereit ist, sich meine gestechen zu lassen, der ist bereit für alles. In diesem Sinne, es wäre mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Schaut gerne mal wieder vorbei. Und das Video gibt es auch nochmal in voller Länge mit allen Gemeinheiten. Und ja, Knorpelfische forever. Mission Erde e.V. Schaut mal vorbei, wer es noch nicht kennt.